The Pioneer Briefing, der Podcast. Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag und nachher in das Wochenende. Heute ist Freitag, der 19. August. Rubbish. Full rubbish. People, I'm not sitting and standing here. I'm caring for this country. This is a town where people have lost their lives. And we are not here just to make political games. And in this country, people make political games. Not people, but the politicians. And I am rid of this. Dieser Ausraster sorgt für Aufsehen. Christian Schmidt heißt der Mann. Er ist Politiker von der CSU. Und er ist, Achtung, der hohe Repräsentant der internationalen Gemeinschaft in Bosnien-Herzegowina. Eine Journalistin hatte ihn gefragt, ob er Änderungen im Wahlgesetz durchsetzen wolle. Damit soll die Parlamentswahl erleichtert werden. Aber Kritiker werfen Schmidt vor, das Land damit zu spalten. Das streitet Schmidt natürlich ab. Diesmal platzte ihm der Kragen. Der Ausraster wirft die Frage auf, ob der Mann aus Bayern sich in diesem Ton gegenüber lokalen Journalisten äußern sollte. Ask your questions, but please take it how I am deciding. And how I'm dealing with the people. Sorry to be so outspoken, but I am here with all these insultations, which are absolutely wrong. Aber Schmidt steht damit in guter Tradition. Seit eh und je verlieren Politiker die Nerven, wenn Journalisten Fragen stellen. Donald Trump, 2019 noch US-Präsident, wollte gerne über seine Erfolge reden, aber nicht über Vorwürfe, er habe mit russischen Verbindungen versucht, den Wahlkampf zu manipulieren. The Donald stritt alles ab und er wusste natürlich für sich, wer schuld ist. Die Medien. I just wanted you to have a chance to answer the question that I asked you. I've answered everything. It's a whole hoax. And you know who's playing into the hoax? People like you and the fake news media that we have in this country. And I say in many cases, the corrupt media, because you're corrupt. Much of the media in this country is not just fake, it's corrupt. And you have some very fine people, too. Great journalists, great reporters. But it, to a large extent, it's corrupt and it's fake. Auch sonst teilte Trump gerne aus, wenn Journalisten ihm nicht passten. I'll tell you what, CNN should be ashamed of itself having you working for them. You are a rude, terrible person. You shouldn't be working for CNN. Auch Joe Biden reagierte im letzten Wahlkampf störrisch, als er gefragt wurde, ob er einen kognitiven Test gemacht habe, so wie Donald Trump. Nein, blaffte der Kandidat. Der Reporter habe ja auch vor der Sendung keinen Test gemacht, ob er Kokain genommen habe. Have you taken a cognitive test? No, I haven't taken a test. Why the hell would I take a test? Come on, man. That's like saying you, before you got in this program, if you take a test where you're taking cocaine or not, what do you think, huh? Legendär war auch Helmut Kohl im Umgang mit Journalisten. Seine Ausfälle könnte sich heute kein Kanzler mehr leisten. Welchen Sender sind Sie denn? Vom Norddeutschen. Ja, so sind Sie auch. So sehen Sie aus und so sind Sie auch. Sie sind ein erbärmlicher Journalist. Kohl legte auch Wert darauf, nicht Herr Kohl genannt zu werden von Reportern, sondern Herr Dr. Kohl. Sie bin ich nicht Herr Kohl. Herr Dr. Kohl. So, wir wollen ein bisschen Ordnung zwischen uns halten. Herr Dr. Kohl, tut Ihnen... Ja, das will ich. Tut ich möchte keine tut Intimität mit Ihnen haben. Auch Wolfgang Clement fuhr im Jahr 2000 aus der Haut. Damals war er SPD-Ministerpräsident von NRW. Ein Reporter des WDR fragte ihn nach Verbindungen zwischen der Landesregierung und der Landesbank WestLB. Aber Clement wollte darüber nur sehr ungern sprechen. Mir ist gesagt worden, Sie wollen mich nach der Ministerehrenkommission fragen. Und Sie glauben mir hier von Grünen und sonst wem was vorhalten zu können. Und von Amerika bis Deutschland. Ja, und lassen Sie mich mal aufhören. Hören Sie mir mal zu. Sie sind doch wohl nicht zu retten. Sie glauben nur nicht mehr ständig hier dazwischen quatschen zu können. Was glauben Sie eigentlich, wen Sie vor sich haben? Auch in Nigeria gibt es Politiker, die keine Lust haben auf kritische Fragen. Der ehemalige Luftfahrtminister des Landes, Femi Fani Kayode, reiste vor 2 Jahren durch das Land und besuchte verschiedene Städte. Als ihn einer fragte, wer seine letzten Reisen bezahlt oder gesponsert hatte, wurde der Herr Ex-Minister ziemlich sauer. What type of stupid question is that? What type of stupid question is that? Bankrolling who? Do you know who you are talking to? Bank, I will not take any questions from this man. What type of insulting question is that? Very stupid. I could see from your face
before you got here, how stupid you are. Wir lernen, Journalismus tut weh und ist unangenehm für die Mächtigen, aber nur, wenn es guter Journalismus ist. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Oliver Schröm ist Investigativjournalist. Er hat für die Zeit, den Stern und den Norddeutschen Rundfunk gearbeitet. Er recherchiert aktuell im Cum-Ex-Warburg-Skandal und diese Recherchen bringen ihm gehörigen Ärger von außen ein. Entweder habe ich juristische Auseinandersetzungen am Hals oder Einschüchterungsversuche, Diffamierungsschreiben aus dem Kanzleramt, also das volle Programm. Anne Schwedt, unsere Kollegin an der Wall Street, berichtet von interessanten Zahlen aus dem US-Immobiliensektor. Außerdem wundern wir uns über die japanische Regierung, die junge Erwachsene zum Alkoholtrinken animieren möchte. Und wir staunen, was ein Janet Jackson-Song alles anrichten kann. Der Kanzler, die Hamburger Warburg Bank und der Cum-Ex-Skandal. Heute muss Olaf Scholz erneut vor dem Hamburger Untersuchungsausschuss zu der Affäre aussagen. Der Ausschuss soll klären, ob führende SPD-Politiker der Hansestadt vor 6 Jahren Einfluss darauf genommen haben, anfallende Steuern von der Warburg Bank nicht zurückzufordern. Olaf Scholz war damals Bürgermeister von Hamburg und hatte sich nachweislich mit den Gesellschaftern der Bank getroffen, kann sich aber an genaue Gesprächsinhalte nicht erinnern. Ein guter Bürgermeister, ein guter Minister ist jemand, der ganz viele Gespräche führt. Und in 7 Jahren, ich habe das nie gezählt, aber gefühlt Tausende. Und es ist, glaube ich, sehr plausibel, dass man sich nicht an jedes einzelne dieser Gespräche erinnern kann. Seinen Auftritt vor der Hauptstadtpresse vor genau einer Woche dürfte Olaf Scholz als Probelauf für heute genutzt haben. Seine Kernaussage lautete vor einer Woche wie folgt. Und das dürfte auch das Wording für heute sein. 2,5 Jahre, unglaublich viele Anhörungen, unglaublich viele Akten haben nur ein Ergebnis gebracht. Es gibt keine Erkenntnisse darüber, dass es eine politische Beeinflussung gegeben hat. Einer der wenigen Pressevertreter, die bei der heutigen Sitzung des Hamburger Cum-Ex-Untersuchungsausschusses in Hamburg dabei sein werden, ist Oliver Schröm. Der Investigativjournalist hat für die Zeit, den Stern und den Norddeutschen Rundfunk gearbeitet und mehrere Enthüllungsbücher veröffentlicht, auch eins über den Cum-Ex-Steuerbetrug. Ein weiteres dazu erscheint in Kürze. Gabor Steingart hat mit Oliver Schröm telefoniert. Einen schönen guten Morgen, Oliver Schröm. Einen fröhlichen guten Morgen, Herr Steingart. Herr Schröm, Sie werden den heutigen Tag im Untersuchungsausschuss in Hamburg verbringen und dem Bundeskanzler und ehemals ersten Bürgermeister der Stadt zuhören, wie er den Cum-Ex-Skandal aufklärt, richtig? Ich werde ihm zuhören, aber ich befürchte, er wird ihn nicht aufklären. Aber was erwarten Sie dann, wenn nicht Aufklärung? Ich bin voller Spannung, ehrlich gesagt, weil letztes Mal hat er dadurch geglänzt, dass er... Ich habe mitgeschrieben oder Strichliste geführt, also fast 40 Mal gesagt habe, ich kann mich nicht erinnern oder ich habe keine eigene Erinnerung. Und es zog sich über Stunden. Das war im April letzten Jahres. Seitdem sind wahnsinnig viele Details und andere Sachen ans Tageslicht gekommen. Und ich glaube, mit der Methode kommt er dieses Mal nicht durch, sondern ich bin wirklich gespannt, wie er aus der Nummer rauskommt. Kürzlich ist ja ein Dokument aufgetaucht, ich meine auch bei Ihnen zunächst, ein Dokument aus dem Bundestagsuntersuchungsausschuss, sodass das mit den Erinnerungslücken möglicherweise gar nicht mehr richtig funktioniert, richtig? Genau, das haben wir gestern beim Stern und beim Manager-Magazin enthüllt. Olaf Scholz hat immer gesagt, er könne sich nicht mehr an die Treffen mit den Bankinhabern von Warburg erinnern. Er hätte da keine eigene Erinnerung. Er kann es nur bestätigen, weil es die Termine in seinem Kalender sind. Jetzt gibt es aber ein VS-vertraulich eingestuftes Protokoll einer Sitzung des Finanzausschusses. Und da hat Olaf Scholz hinter verschlossenen Türen sich sehr wohl an eines dieser Treffen erinnert. Hat es eingeräumt, sagt, ja, wir hatten einen Termin vereinbart, wir haben über Verschiedenes gesprochen. Also er hat sich erinnert. Und es steht natürlich im krassen Widerspruch zu seinen späteren Äußerungen. Also er kann sich jetzt aussuchen, war das die Unwahrheit, war das die Lüge? Juristisch ist bei einer Lüge Vorsatz gegeben oder muss gegeben sein. Aber diesen Widerspruch muss er aufklären. Und das wird, glaube ich, schwierig für ihn. Er ist da ein bisschen in einer Lose-Lose-Situation. Fakt ist ja, er hat sich jetzt 3-mal getroffen. Das ist mittlerweile eingeräumt. 3-mal getroffen mit dem mächtigen Mann der Warburg Bank. Und Fakt ist auch, dass, das müssen Sie sagen, wie viel später hat man dann diese Steuerschuld der Bank
verjähren lassen. Gibt es einen zeitlichen Zusammenhang, einen inhaltlichen Zusammenhang zwischen diesen Treffen? Absolut, es waren wenige Tage später. Also die Steuerrückforderung kam auf den Tisch. Da ging es in einem Jahr um 47 Millionen. Johannes Kahrs und der frühere Hamburger Vizebürgermeister von der SPD, Alfons Pawelczyk, haben dann die Tür aufgemacht zu Olaf Scholz. Und Max Warburg und Christian Olearius, die beiden Inhaber, haben sich dann binnen weniger Wochen zweimal mit Olaf Scholz getroffen, haben ihm auch ein Dokument übergeben, haben vorgejammert, wenn man ihnen das Geld wieder wegnimmt, dass die Existenz der Bank bedroht wird. Olaf Scholz hat dann wenige Tage später proaktiv, das war in der Wahlnacht, als Donald Trump gewählt wurde, oder die Nacht danach, bei Olearius angerufen und hat gesagt, schicken Sie dieses Dokument an den damaligen Finanzsenator Peter Tschentscher. Das hat dann Christian Olearius umgehend gemacht. Ein paar Tage später waren die Steuerrückforderungen vom Tisch. Interessanterweise hat mal einer der Warburg-Anwälte im Untersuchungsausschuss gesagt, auf die Frage hin, was wollten eigentlich die Inhaber bei Olaf Scholz? Darauf antwortete der mittlerweile als Rechtsanwalt tätige frühere BGH-Richter Thomas Fischer, ist doch ganz einfach. Die wollten, dass die Steuerrückforderung sich in weiße Wölkchen auflösen. Und das haben sie ja auch wirklich getan, binnen weniger Tage. Die eine zumindest. Die eine in Höhe von 47 Millionen, eine andere in Höhe von 43 Millionen, die hat sich nicht ganz so aufgelöst. Ja, das hätte sich aber auch in weiße Wölkchen aufgelöst. Aber die Steuerbeamten im Bund, beim Bundesfinanzministerium, haben davon Wind bekommen, dass die Hamburger Kollegen im Vorjahr Ansprüche haben verjähren lassen und haben dann eine Weisung nach Hamburg erteilt. Klingt so lapidar, aber so eine Weisung. Eine Weisung zu was? Eine Weisung zu was? Dass das nicht nochmal passieren dass darf. Dass sie das Geld zurückfordern sollen. Ja. Und eine Weisung vom Bund an das Land, das kommt so oft vor, wie wenn Weihnachten auf Ostern fällt. Das gab es in den letzten 15 Jahren zweimal. Also es ist ein ganz scharfes, ungewöhnliches Schwert, das da geschwungen wurde. Und die Hamburger haben sich dann noch gewehrt mit allen möglichen Schreiben. Die wollten unbedingt den Warburgern das Geld lassen. Aber letztendlich hat dann der Bund ein Machtwort gesprochen und sie haben es dann zurückgeholt. Der Beamte, habe ich in Ihrem Buch gelernt, der Beamte aus Berlin, damals noch in der konservativen Regentschaft, Schäuble, dann in der Übergangsphase, glaube ich, auch kurz Peter Altmaier. Dieser Beamte wurde dann als Scholz Finanzminister, wie ist es ihm ergangen? Der Beamte heißt Michael Zell, der war damals Abteilungsleiter der Steuerabteilung, also wenn man so will, der höchste Steuerbeamte der Republik. Und der hat die Weisung erteilt und wenige Monate nachdem Olaf Scholz Bundesfinanzminister war, wurde dieser Spitzenbeamte in den vorzeitigen Ruhestand befördert. Was man sich ja fragt, Olaf Scholz ist Sozialdemokrat. Es ist aktenkundig, dass er, und das nehme ich ihm auch ab, kein Freund von Steuerhinterziehung ist. Er nennt sie sogar, diese Cum-Ex-Deals, eine Riesenschweinerei. Er sagt, dass es ihm völlig schleierhaft ist, wie man das für legal oder legitim halten konnte. Das war nicht nur frech und dreist, so Olaf Scholz über Cum-Ex, das war verachtenswert. Warum greift ein Mann, der das sagt und hoffentlich auch so denkt, dann in so ganz anderer Weise ins Räderwerk oder eben nicht ins Räderwerk? Warum kann unterdessen Oberaufsicht sowas geschehen? Was ist sein Motiv? Herr Steingart, das ist die 1-Million-Dollar-Frage, auf die ich keine Antwort habe. Was ist das Motiv? Ist mir schleierhaft. Ich weiß, kenne nur die Faktenlage, was passiert ist. Und Olaf Scholz sagt das eine, tut aber das andere. Und was das Motiv ist, darüber kann man wirklich nur spekulieren. Denn er ist Sozialdemokrat, er hätte den beiden Herren doch auch sagen können, tut mir leid, ich verstehe Ihre Notlage, aber ich muss Ihnen sagen, ich finde das verachtenswert. Sie wollen den Steuerzahler prellen und das kann hier in Hamburg so nicht laufen. Das wäre doch der normale Text gewesen. Nicht nur das, wir wissen aus den Akten, er war für das Gespräch vorbereitet, er hat einen Laufzettel. Also die Beamten haben ihm zusammengeschrieben, Achtung, Achtung, gegen die beiden wird ermittelt wegen dreistelligen Millionenbetrug und so weiter und so fort. Er wusste genau, was die wollen, um welches Thema es geht. Kann es sein, dass hier nicht der Skandal selbst, sondern sein Scholzens Umgang mit dem Skandal das eigentliche Problem ist? Ja, weil es ist ja oft so, es gibt einen Skandal und dann ist halt der Umgang, dass man trickst, lügt, taktische
Verhältnis zur Wahrheit anlegt, dass Akten vernichtet werden, Beweismittel manipuliert werden. Und das ist hier in Hamburg alles geschehen. Es gab Razzien, sowohl in der Finanzbehörde, also in anderen Ländern ist das das Finanzministerium, im Finanzamt. Es gab bei Johannes Kahrs, dem früheren SPD-Bundestagsabgeordneten, eine Razzia. Und die Staatsanwaltschaft in Köln hat festgestellt, dass hier Unterlagen fehlen, dass E-Mails fehlen, dass gelöscht wurde. Sie sprechen von Verabredung zu löschen. Da hat man auch noch Kalendereinträge gefunden, wo daraus klar hervorgeht, dass man löschen will, weil dann der IT-Experte konsultiert wurde und er hat dann irgendwie eine Anleitung geschickt, wie man am besten Daten vernichtet. Also es ist ein unglaublicher Skandal. Und wie so oft ist, ist dann der Umgang mit dem Skandal manchmal größer als der eigentliche Skandal. Und das scheint sich hier in Hamburg und auch vielleicht bei Olaf Scholz so abzuspielen. Was soll Olaf Scholz tun? Was würden Sie, ich sag mal, im positiven Sinne erwarten? Was kann er heute tun, wenn er da auf seinem Holzstuhl Platz nimmt? Was wäre Ihr Rat an ihn? Ich weiß, komische Frage für einen Journalisten. Also ich bin jetzt nicht der Berater von Olaf Scholz. Ich bin ja auf der anderen Seite als investigativer Journalist, der versucht, es ins Tageslicht zu zerren. Ich habe mich immer gewundert, als wir haben Februar 2020 bei Panorama und mit der Zeit zusammen eines dieser drei Treffen enthüllt. Und dann ein halbes Jahr später die nächsten beiden Treffen. Und zwischendurch war Olaf Scholz mehrfach im Finanzausschuss und wurde dazu befragt, unter anderem auch in dieser besagten vertraulich eingestuften Sitzung. Aber er hat sich nie committed. Er hätte einfach sagen können, auch öffentlich, ja, ich habe den noch mal zweimal getroffen. Er hätte es einfach abräumen können und auch eine Erklärung geben können und sagen, okay, ich musste mir das anhören, ich wollte mir das anhören. Ich weiß, es war edgy, weil ich darf eigentlich als Bürgermeister nicht in einen konkreten Steuerfall irgendwie eingreifen oder mir das sogar anhören, sondern ich muss die wegschicken und sagen, Entschuldigung, das ist not my cup of tea. Aber er hätte es ja proaktiv abräumen können. Aber er hat es nicht gemacht, sondern er hat dann fortwährend getrickst, getäuscht und vielleicht gelogen. Haben Sie versucht, sich mit ihm zu treffen oder es gar getan? Ich habe ihn einmal getroffen nach unserer zweiten Enthüllung im September 2020. Wie sich's gehört, haben wir ihn mit allen Vorhalt oder mit allen Fragen konfrontiert und er wusste, okay, die haben jetzt noch die nächsten Treffen herausgefunden. Er wusste, wir haben die Tagebücher, aus denen das alles hervorgeht und schwuppdiwupp hatten wir kurz vor Veröffentlichung ein Hintergrundgespräch und er war äußerst freundlich, der Herr Olaf Scholz, äußerst freundlich. Aber hat's denn dem Sachverhalt und der Aufklärung gedient? Wurden Ihre Fragen beantwortet oder war das ähnlich mit Erinnerungslücken durchsetzt? Man darf ja eigentlich von so einem Hintergrundgespräch nicht berichten, aber weil er mich da eigentlich nachträglich auch angeflunkert hat, fühle ich mich eigentlich an diesen Kodex jetzt nicht so gebunden. Er hat da angefangen, die Taktik zu ändern und hat plötzlich gesagt, er kann sich nicht dran erinnern. Wer schon mal bei Gericht war, ob als Zuschauer oder als Betroffener, weiß, wenn ein Richter Zeugen oder Angeklagte vernimmt, sagt er, sie müssen hier die Wahrheit sagen, sie dürfen nichts beschönigen und sie dürfen nichts weglassen. Deshalb empfiehlt jeder Anwalt seinem Mandanten vor Gericht nicht lügen. Das ist strafbewehrt. Wegen Falschaussage geht man ins Gefängnis. Im Zweifelsfall immer sagen, ich kann mich nicht erinnern. Weil ich kann mich nicht erinnern, ist juristisch kein Problem. Und Herr Scholz ist Jurist und er hat sich für diese Variante entschieden, wissentlich, dass er politisch damit blöd dasteht. Das ist noch untertrieben. Hat man Druck auf Sie ausgeübt vor, nach diesem Treffen, jetzt vor dem Untersuchungsausschuss? Ihr nächstes Buch steht kurz vorm Start. Ständig. Also entweder habe ich juristische Auseinandersetzungen am Hals oder Einschüchterungsversuche. Diffamierungsschreiben aus dem Kanzleramt an Chefredakteure, also das volle Programm. Aber ich sage immer, wem es in der Küche zu heiß ist, sollte nicht Koch werden. Und das muss man als Journalist und auch als investigativer Journalist aushalten. Aber Diffamierungsschreiben aus dem Bundeskanzleramt von wem? Von Wolfgang Schmidt. Dem Kanzleramtsminister, genau. Und engen Vertrauten. Ja. Der was behauptet? Das will ich jetzt hier nicht öffentlich kundtun, aber mir liegen ein paar E-Mails vor. Die waren nicht an mich gerichtet, aber sie haben trotzdem den Weg zu mir gefunden. Und die sind schon interessant und ich muss jetzt überlegen, wie ich damit umgehe. Verstehe. Aber Sie werden weitermachen, oder? Lassen Sie sich entmutigen. Nein. Nö.
kann ja nicht sein. Denn Sie haben ja, wenn man so will, das geschafft, was jahrelang im Wirtschaftsjournalismus keiner hinbekommen hat, die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit auf dieses Thema zu lenken, spät aber immerhin. Ja, wissen Sie, vor mir steht gerade eine Kaffeetasse. Darauf steht ein Spruch, Journalismus beginnt dann, wenn andere wollen, dass du schweigst. Kommt mir bekannt vor. Zitat Gabor Steingart. Ich trinke sehr gerne aus der Tasse. Herr Ström, danach kann noch gar nichts mehr kommen. Ich wünsche Ihnen einen fröhlichen, einen vor allem aber auch in unser aller Sinne erkenntnisreichen Tag. Wir bleiben in Kontakt. Ja, vielen Dank. Morgen veröffentlichen wir die neueste Folge unseres World Briefings. Dieses Mal war es ein Live-Gespräch hier auf der Pioneer One, wie immer mit Ex-Außenminister Sigmar Gabriel. In dem rund 40-minütigen Gespräch haben wir unter anderem über Katar gesprochen, das WM-Land 2022. Katar ist einerseits ein wichtiger Energielieferant für Europa und andererseits ein ziemlich umstrittener Gastgeber der Fußball-WM. Katar wird scharf für die Verstöße gegen Menschenrechte kritisiert. Sigmar Gabriel hat seine eigene Sichtweise auf dieses Thema. Ich finde, wir Deutschen gehen mit solchen Ländern auch ziemlich überheblich um. Wenn man die Vereinten Nationen fragt und wenn man die internationale Arbeitsorganisation fragt, was ist eigentlich los in Katar, dann gibt es immer die gleiche Botschaft. Es ist das reformfreudigste Land in der ganzen Region. Es ist noch viel zu tun, aber es ist Gewaltiges erreicht worden. Die Berichte kann man im Internet nachlesen, der ILO, der Internationalen Arbeitsorganisation, zeigen, wie dramatisch sich die Arbeitsrechtslage der Gastarbeiterinnen und Gastarbeiter in Katar, also sozusagen der ausländischen Arbeitskräfte, die keine Staatsbürger werden können, dort auch nicht auf Dauer leben können, wie sich das dramatisch verbessert hat. Weit entfernt davon, europäische Standards zu erreichen. Aber gemessen an dem, was drumherum passiert oder im Rest der Welt, ist das ein Land, das ziemlich fortschrittlich ist. Wir Deutschen müssen uns eins überlegen. Was passiert eigentlich in solchen Staaten, wenn die sich anstrengen und wir immer nur sagen, alles ist miserabel, alles ist schlecht? Was passiert eigentlich in den Ländern? Warum sollen die sich eigentlich anstrengen? Es gibt in Katar Gegner der Fußball-Weltmeisterschaft. Warum? Weil die sagen, nur weil der Emir diese Weltmeisterschaft hierher geholt hat, müssen wir unser Arbeitsrecht modernisieren. Also wenn sie vorher halber Sklavenhalter waren, dann finden sie die Abschaffung des Sklavenhaltertums nicht gut. Und dann ist es ihnen lieber, die Welt guckt nicht nach Katar. Ich finde, wir müssen ein bisschen aufpassen, nicht so zu tun, als ob Reformen in einem Schritt kommen. Das Thema Frauenrechte zum Beispiel oder Umgang mit Homosexuellen. Wir sind hier, jetzt sind wir gerade in dem anderen Teil Deutschlands, glaube ich, da ist der Strafrechtsparagraf gegen Homosexualität früher abgeschafft worden, in der Westdeutschen Bundesrepublik oder 1994. Ich will nur sagen, meine Mutter hat noch kein Konto eröffnen dürfen ohne die Genehmigung ihres Ehemanns. Sie durfte nicht arbeiten gehen ohne Genehmigung. Wir sind auch nicht ein Land, das die Liberalität erfunden hat. Und ich finde, man muss im Umgang mit Katar immer zwei Dinge tun. Man muss sagen, was wir glauben, was da noch passieren muss. Man muss auch ein bisschen Respekt davor haben, was sie schon geschafft haben. Ich habe ihm entgegnet, trotzdem sind schätzungsweise 15.000 Menschen im Rahmen der Planungen für die Fußball-WM gestorben. Sigmar Gabriels Antwort darauf? Das erstens sind es angeblich, so sagt der Guardian, 6.000. Und zweitens, dafür gibt es auch keinen Beleg. Die Internationale Arbeitsorganisation kennt diese Zahlen nicht. Was man von den Kataris fordern muss, ist, dass sie einführen eine ordentliche Statistik über Berufsunfälle, dass sie eine Berufsgenossenschaft einführen. Und was ich denen anbieten würde als Deutschland ist, ihnen zu zeigen, wie man sowas macht. Am Geld kann es ja in Katar nicht scheitern. Was ich schlecht finde, ist, dass wir so tun, als ob bei uns das alles schon immer da war. Als ob wir nicht hätten Jahrzehnte streiken müssen dafür, dass es Schutz für Arbeiterinnen und Arbeiter bei Krankheit gibt, vor Entlassung. Also ich finde ein bisschen Vorsicht bei der Beurteilung solcher Länder oder sagen wir mal so, ein bisschen mehr Fairness, indem man sagt, das ist nicht richtig, was ihr macht, das fehlt. Aber wir respektieren, das habt ihr schon erreicht. Das würde ich mir wünschen. Und deswegen gibt es, glaube ich, ist auch der Vergleich Russland-Katar nicht fair. Also ich habe keine Erinnerung daran, dass Katar eines seiner Länder, Nachbarländer angegriffen hat. Es ist eher umgekehrt. Ich fand das richtig, dass er da hingefahren hat. Ich würde mir wünschen, Deutschland würde mit den Ländern, die wie Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate und andere, die einerseits Kohlenwasserstoffe haben, also Erdgas oder Erdöl,
aber andererseits auch eine Menge Sonne und die in Zukunft wir brauchen werden, um Wasserstofflieferanten zu sein. Wir werden nämlich nicht genug grünen Wasserstoff selber herstellen können. Dass man eher versucht, mit denen solche Energiepartnerschaften aufzubauen, bei denen am Anfang noch Erdgas steht und denen aber mittelfristig Wasserstoff steht. Ich finde, das wäre sinnvoll, so mit denen umzugehen und nicht so überheblich über diese Länder zu reden. Ich rate uns, in unsere eigene Geschichte zu gucken. Dieses Land ist knietief durch Blut gegangen, bevor uns Amerikaner Demokratie beigebracht haben. Also es ist ja nicht so, dass wir die sozusagen, weil wir Deutsche sind, bei uns in den Genen hatten. Und deswegen finde ich den Respekt vor der Entwicklung anderer Länder etwas, was wir als Deutsche nicht vergessen sollten. Wenn Sie das Gespräch in voller Länge hören möchten, dann finden Sie die neue Folge unseres World Briefings ab Samstag auf thepioneer.de oder in unserer Pioneer Podcast App. Und was ist heute an den Finanzmärkten los? Da schauen die Anleger heute besonders auf die neuen Zahlen aus dem Immobiliensektor. Mehr dazu weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne. Hallo, Chelsea. Gestern wurden die Immobiliendaten für den Juli veröffentlicht. Die Preise für Häuser und Wohnungen sind auch in den USA in der Vergangenheit rasant gestiegen. Was sagen die Zahlen? Hat sich der Markt ein wenig beruhigt? Ja, total, Chelsea. Im Juli wurden 6% weniger gebrauchte Immobilien verkauft als noch im Juni. Also Neubauten sind da nicht mit dabei, nur Häuser und Wohnungen, die schon mal einen Vorbesitzer hatten. Im Vergleich zu Juli letztes Jahr gab es sogar einen Rückgang um 20%. Das sind, wenn man sich die reinen Verkaufszahlen anschaut, schon Zustände wie zuletzt in 2015. Der Hauptgrund dafür sind die steigenden Zinsen, die ja auch die Immobilienfinanzierungen teurer machen. Da muss man inzwischen für eine Finanzierung über 30 Jahre rund 6% Zinsen zahlen. Anfang des Jahres lag die Rate noch bei rund 3%. Und obwohl jetzt dadurch die Nachfrage zurückgegangen ist, das Angebot an verfügbaren Objekten ist immer noch ebenfalls sehr gering. Das heißt, die Preise sind bisher noch nicht wirklich nach unten gekommen. Im Schnitt müssen Amerikaner über $400.000 für ein Eigenheim ausgeben. Das sind fast 11% mehr als noch vor einem Jahr. Man muss allerdings dazu sagen, die Preise gehen zwar nicht zurück, steigen aber auch nicht mehr so extrem an. Also Immobilienexperten glauben, dass wir den Peak da jetzt überschritten haben und die Preise sich jetzt auf einem stabilen Level einpendeln werden. Und was, Chelsea, geht eigentlich gar nicht? Dass Japanerinnen und Japaner mehr Alkohol trinken sollen. Das wünscht sich zumindest die japanische Steuerbehörde. Und damit das klappt, hat die Behörde nun einen Wettbewerb mit dem Namen Sake Viva ins Leben gerufen. Junge Menschen, Zielgruppe zwischen 20 und 39 Jahren, sollen zum Trinken animiert werden, um den nationalen Konsum wieder anzukurbeln. Die beste Idee gewinnt. Während andere Länder mit viel Mühe und hohen Preisen versuchen, den Alkoholkonsum zu reduzieren, wählt Japan einen anderen Weg. Während der Pandemie wurde im Inselstaat immer weniger Bier, Sake und Shochu getrunken. Eigentlich eine schöne Entwicklung. Wäre da nicht das liebe Geld. Weniger Konsum bedeutet nämlich auch weniger Steuereinnahmen für den Staat. So betrachtet ist das Ganze ziemlich ernüchternd. Und was, Chelsea, hat dich heute überrascht? Dass ein Song von Janet Jackson so gewaltig ist, dass er Festplatten zerstören kann. Ihr Song Rhythm Nation zerstört nicht nur Festplatten von Computern, auf denen er gespielt wird, sondern auch Festplatten von Computern, die sich in unmittelbarer Nähe befinden. Erklären kann man das vielleicht anhand des folgenden Ereignisses. Im Jahr 1831 marschierten 70 britische Soldaten im Gleichschritt zu einem Lied über eine Hängebrücke nahe Manchester. Durch den Gleichschritt geriet die Brücke in Schwingung. Physikalisch gesprochen, die erzeugte Vibration entsprach irgendwann der Eigenresonanz des Brückenmaterials. Die Folge? Die Brücke stürzte ein und zahlreiche Soldaten wurden verletzt. Und dieses Phänomen lässt sich im Prinzip auf Janet Jackson übertragen, denn auch Festplatten haben eine Eigenresonanz. Und die Eigenresonanz einer bestimmten Baureihe von Festplatten hat Janet Jackson in ihrem Song genau getroffen. Die Frequenzen aus ihrem Lied versetzten also die Festplatten erst in Vibration.
und dann gingen sie kaputt. Übrigens haben Sie vielleicht schon bemerkt, dass Sie unseren heutigen Podcast immer noch hören können und das, obwohl wir den Song bereits angespielt haben. Das liegt ganz einfach daran, dass moderne Festplatten in Laptops, genau wie in Smartphones, die Janet Jackson Qualitätskontrolle durchlaufen haben. Also keine Angst, weder Ihr Laptop noch Ihr Smartphone wird gleich den Geist aufgeben. Ich wünsche Ihnen jetzt einen gut gelaunten Start in den neuen Tag. Ich bin Chelsea Speaker und Montag hören Sie Gabor Steingart hier wieder. Same time, same place.